Moin! Jo, heute auf dem Montag. Hätte eigentlich ein Video kommen sollen. Kommt keins, weil ich es nicht geschafft habe zu schneiden. Ich sitze auf dem 7430, habe hier vorne, kann ich euch mal zeigen, Steinforke drin. Weil wir sind hier auf dem Standort, wo extrem viele Steine sind. Und da vorne fährt der 1050 mit tiefen Lockerer. Und ich fahre dann direkt immer hinterher, um die Steine rauszusammeln. Und da hinten fährt die Drille, hier kommt nämlich noch Raps hin. Gestern waren wir auch schon am Gange. Gestern habe ich auch schon ein paar Schaufeln voll hier abgesammelt. Mal gucken, was uns heute so erwarten wird. Ja, hier haben wir jetzt einen größeren Stein gefunden. Den kriege ich so gar nicht raus, den muss ich mit der Forke, also per Hand kriege ich den nicht raus, den muss ich mit der Forke rausholen. Jo, wir haben ihn drauf, um die ganze Erde jetzt abzuschütteln, müssen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Ja, 10,50 mit tiefen Lockerer hier. Und ich dahinter mit dem 7430 mit der Powermaschine. So, wir haben hier dicken 7430 Sound am Start. Ja, ich habe hier auf dem Abend gerade noch mal ein schönes Steinchen ausgegraben. Ja, der hat schon ein bisschen Gewicht. Ich glaube, das ist bisher der größte Stein, den ich hier rausgeholt habe. Ja, da hinten fährt unsere Drillkombination. Hier wird dann gleich nach dem tiefen Lockern Raps reingedrillt. Ja, alles in einem Abwasch, ne? Grundbodenbearbeitung, Steine sammeln und dann entsprechend eindrillen. Ja, hier ist so ein halber Baum runtergekommen und die räume ich hier mal aus dem Weg, weil wir hier dann auch heute noch Raps drin wollen. Ja, also ich würde sagen, die Steinforke ist wirklich gut. Die ist stabil. Die ist wirklich stabil. Junge, was für ein riesiger Stamm hier. Und die steckt dann einfach so weg. Neben den Steinesammel-Sessions hier heute auf Mittwoch bin ich mit dem 828 und dem Kerner Kometgruber auf dem Weg nach Hamburg zum zweiten Standort hier von uns. Und da war eine Fläche, die darf nicht ganz so tief durchgearbeitet werden. Also nicht mit dem Alpego Tiefenlocker, sondern das mache ich dann heute mit dem Kerner und danach geht es weiter mit Steine sammeln. Moin! Jo, heute sind wir beim Trecker Trek in Fitzen. Ja, hier war ich noch nie bei bestem Sommerwetter. Mal gucken, was hier abgeht. Ne? Ja, hier sind auf jeden Fall alle Träger, die es so gibt, vertreten. Alt und neu. Richtig fett. Ford Country. Der hat auch schon öfters mal in Panten gezogen. Hier natürlich die heißgemachten IACs. 1246. Geil. Sieht man auch selten, ne? So eine großen Ford-Schlepper hier.
Hier im Ford geht's luxuriös zu. Blauer Steppdachhimmel. Und hier so ein dicker Sportsitz drauf. Ah, leider ist heute so krass Sonne. Es blendet alles ein bisschen. Alter, was ist denn hier für ein Lüftungsgitter? Ach, schickes Teil. Hier haben wir Deutz mit abgeschrägter Haube. Diese Agro Xtra oder wie die hießen. Schwarzen 800er. Und hier sind richtige Maschinen, diese Cut. Diese MAN Cut LKWs. Kann man mal machen, ne? Junge. Das sind schon richtig fette Biester. Junge. Alter, die Dinger sind so fett, ne? Hier oben noch mit der Schießluke da drauf. Unglaublich. Hier als Dreiachser vom THW. Vierachser vom Bund. Ja, das ist hier wohl richtig geil, oder? 7710. Oh nee, ey. Traumschlepper, ehrlich. Bevor wir zum Strichen kommen, dass die Startnummer O702. Absoluter Traumschlepper von mir. Also 7810. Und hier, ne? Mit den Lampen von Agrar-LED. Fett, ey. 824 daneben, 930. Da drüben 311er, 612er. Hier ist alles dabei. Die komplette Fanfraktion da drüben. Oh, die kommt noch was bei dir, ne? Dreimal Ständnis. Okay, so lange werden wir hier noch die beiden Spezial- und hier natürlich richtig schicke Unimox hier. Wir haben ja noch was gefunden, womit wir hier die Pause füllen können. 8x8, 320 PS. Sonst kannst du einsteigen. Ja, genau. Kette ein bisschen stramm machen, ne? Obwohl du nicht, ne? Vorne mit, meinst du? Hier scheint ja die Sonne ein bisschen. Ja, aber der hat ja auch seinen Campingkoffer mit. Und hier, ne? Dicke Pipe muss sein beim Trägertrick auf jeden Fall. Schön so ein alter Steigerkorb. Als Sitzecke umgebaut. Sonnenschirm in der Mitte, Abfahrt, oder? Ja, hier in der Mitte ist die Zufahrt zur Bahn zum Ziehen. Genau, da wird dann gezogen. Auf der anderen Seite ist dann die Rückfahrt so gesehen. Und hier stehen die dann alle in Bereitschaft. Also gut, was los hier tatsächlich. Auch eine schöne Veranstaltung hier. Geil. Noch ein bisschen Luft hat. Er will nachher noch mit dem Teleskoplader ziehen, sagt er. Bin gespannt. Ja, hier nochmal ein schöner 15er Deutz. So, wahrscheinlich oh, Renault-Schlepper sieht man hier auch selten. Vor allen Dingen so eine großen. Oh, haben wir aber auch eine große Kabine, ne? Wenn man da mal so reinguckt. Sprich mit ihm noch mal während der Fahrt. Kabel liegt ja schon.
natürlich 7810. Geil. Ja, wir stehen jetzt hier auf der Bahn. Zwei Bremswagen, kleiner Bremswagen, großer Bremswagen. Und jetzt hier 7,5 Tonnen Klasse, 7810 macht den Anfang. Das finde ich natürlich pauschal schon mal richtig geil. Bis 715, Sönke Ressmann, hat eben schon Pokal mitgenommen. Und startet jetzt in der Standardklasse 7. Das sind Standardklasse bis 7,5 Tonnen. Jawohl, Alter! Der macht einen Full Pull, das sehe ich doch. Ja, Full Pull. Siehste, Ass rein. Ja, für diejenigen, die jetzt mit Trägertrack nichts anfangen können, das ist quasi ein Zugkraftwettbewerb. Der Bremswagen hat ein Gewicht drauf und je weiter der Bremswagen gezogen wird, desto höher wandert das Gewicht nach vorne und desto schwerer ist der Bremswagen zu ziehen. Wenn man es schafft, komplett die 80 Meter durchzuziehen, hat man einen sogenannten Full Pull. Und wenn mehrere in einer Klasse, es geht nach Gewicht, einen Full Pull ziehen, dann gibt es halt ein Stechen. Ne? Dann wird der Bremswagen nochmal aufballastiert. Und der am weitesten gezogen hat aus einer Klasse, hat halt in dieser Klasse gewonnen. Ja, dann gibt es hier das Bahnteam, das heißt nach jedem Zug wird die Bahn einmal glatt gemacht und einmal wieder angewalzt. Und der 7810 zieht jetzt nochmal, weil das der erste Zug ist und beim ersten Zug darf derjenige, der als erstes in einer Klasse startet, nochmal ziehen, weil der Bremswagen halt noch eingestellt wird. Ne, deswegen wird er jetzt nochmal ziehen und wahrscheinlich haben die den jetzt nochmal ein bisschen stramm eingestellt und macht er keinen Full Pull. Aus dem Jahr 1999, 175 PS. Bringen uns 71 Meter hat er gezogen. Eine Weite von 71,58. Ja, und der Marcel Ferguson hier schleppt den Bremswagen jetzt immer wieder zurück zum Start. Der Startnummer, dass dann halt gleich der nächste starten kann. Schwung, ne? Guck, ja, doch, der. Am großen Bremswagen ziehen Jore Kangermann mit der Startnummer S720. Ah, Full Pull tatsächlich. So, Maschine. 1455, nee, der 4455 am Bremswagen. Schleichwährung hier.
Bayern. Schwer. 45, 3.
bei Helmut vorbei. Heute sitze ich mal nicht auf der Presse. Wir waren ja beim Trecker-Track. Sondern Helmut selber. Und dann kann man sich das jetzt auch mal von außen angucken, ne? Nicht immer nur von innen hier. Der 844 mit dem Einkreiseschwader heute